Hallo, hallo. Kochen mit Andrea. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute Morgen schnelle Rührei-Muffins. Die hören sich gut an. Und da ich heute Morgen gerne mal Rührei essen wollte, probiere ich die gleich mal mit euch zusammen aus. Muffinform habe ich schon. Und die sprühe ich jetzt schnell mit Trennmittel ein. Ihr könnt natürlich auch Öl nehmen. 6 Stück wären das. Ihr könnt auch mehr machen. Ihr könnt auch 12 machen. Das ist ganz euch überlassen. Aber wir machen es heute mit 6. So, 6 Eier benötigen wir. Im Rezept steht, die sollte man pro Tasse einzeln anrühren, aber das kann man ja auch in eins anrühren gleich. Also finde ich jetzt Quatsch. Aber wenn ihr das wollt, könnt ihr das ja einzeln in Tassen anrühren. So, stelle ich das mal kurz an der Seite. So, und jetzt verkühlen wir das erstmal. Wer möchte, kann auch noch einen Schluck Milch reintun. Werde mal Milch holen, werde ich auch noch mal einen Schluck reintun. Jetzt tue ich ein bisschen Pfeffer rein. So, ein bisschen Salz. Und dann habe ich hier noch so Rührei-Gewürz. Das tue ich auch rein. So, dann haben wir gleich so ein bisschen Grünes drin. Und da spart man sich den Schnittlauch. So, jetzt gießen wir das in eine Muffinsform. Nehme mal einen Löffel. Mache ich noch ein. Dann bei mir nehme ich große Eier.
So. Und jetzt kommt noch ein bisschen Schinkenwürfel rein und ein bisschen Mozzarella. Ich habe 6 kleine Schinkenscheiben klein geschnitten. So, und jetzt kommt der Mozzarella da. Den braucht ihr nicht, das ist optional. Wie gesagt, ich hatte den da und packe den jetzt einfach da noch mit rein. So. Backofen habe ich schon vorgeheizt. Auf 180 Grad Umluft und die gehen jetzt für 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Und wenn sie fertig ausgebacken sind, hole ich euch wieder dazu. Dann bis gleich. Guckt, so sehen sie aus, wenn man sie rausholt aus dem Ofen. Ich habe die jetzt 20 Minuten drin gehabt, mittlere Schiene auf 180 Grad. So sieht es aus. In der Form. Ich habe schon mal 3 rausgeholt, die zeige ich euch. Guckt, so sehen sie aus, wenn sie außer Form sind. Eigentlich richtig lecker. Guckt, so sieht's aus. Das sind die Rührei-Muffins. Finde ich eigentlich ganz gut. Eine gute Idee. So zum Brunchen oder so, guckt, so sehen sie aus. Vielleicht hat es euch ja gefallen, dann macht es mal nach. Dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und Däumchen nach oben, kostenloses Abo, wäre auch ganz nett. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wieder hören. Dann habt einen schönen Tag, passt gut auf euch auf. Dann bis zum nächsten Video, eure Andrea. Ciao!